Im eigenen Jubeltaumel hatte Matthäus Pribeco den zweiten Goldcoup der deutschen Leichtathleten binnen 10 Minuten zunächst gar nicht realisiert. Erst der Stadionsprecher klärte den neuen Hochsprung-Europameister auf, das Weitspringerin Malaika Mihambo sich nur kurz nach ihm im Berliner Olympiastadion ebenfalls den EM-Titel gesichert hatte. What? Geil, ja super, erinnerte sich Pribeco völlig aufgekratzt an seine erste Reaktion und scherzte, wir waren immer eine Werfergeneration, jetzt kommen langsam auch die Springer aus ihren Ecken. Der 26 Jahre alte Überflieger aus Leverkusen und die 24 Jahre alte Sandgrub Queen von der LG Kurpfalz feierten ihre jeweils ersten internationalen Titel. Dabei traten sie die Nachfolge von zwei großen Namen der deutschen Leichtathletikgeschichte an einer der schönsten Leichtathletiktage seit langem. Vor Pribeco hatte Dietmar Mögenburg 1982 in Athen den zuvor einzigen Hochsprung-EM-Triumph der Männer gefeiert. Mihambo EM-Dritte von 2016, löste Heike Drechsler nach 20 Jahren als bislang letzte siegreiche deutsche Weitspringerin ab. Es war einer der schönsten Leichtathletiktage, die wir seit langem hatten, schwärmte Idris Gonczynska, Cheftrainer des Deutschen Leichtathletikverbandes. Er durfte sich am Samstagabend, einen Tag vor EM-Abschluss, auch über Silber und Bronze im Diskus für Nadine Müller und Shanice Kraft freuen durfte. So feierten auch die 60.500 Zuschauer völlig losgelöst die Höhepunkte im Minutentakt. Es war richtig laut und es hat Spaß gemacht, hier zu springen, schwärmte Mihambo, die sich mit 6,75 Metern um 2 cm vor der Ukrainerin Marina Bech durchsetzte. In überlegener Manier dominierte Pribeco seinen Wettkampf und leistete sich bis einschließlich seiner übersprungenen Siegeshöhe von 2,35 Metern keinen Fehlversuch. Europameister, ich bin zu Boden gefallen, habe einfach losgeheult, sagte er auch mit einigem Abstand immer noch überwältigt. 5 Medaillen für die Springer mit 7-mal Edelmetall sind die Werfer und Kugelstoßer im deutschen EM-Team immer noch herausragend, doch die Sparte Sprung dürfte sich in Berlin gleich über 5 Medaillen freuen. So viele waren es zuletzt 1998. Neben Pribeco und Mihambo waren in Berlin auch Weitspringer Fabian Heinle, Dreispringerin Christine Gierisch beide Silber und Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch Bronze erfolgreich. Man muss Leichtathletik breit und komplex entwickeln, erläuterte Gonczynska den Ansatz des Verbands. Die Idee war, über die EM den nächsten Schritt zu gehen und zu zeigen, dass man in vielen Bereichen auf einem guten Weg ist. Dies gilt auch für die Überraschungseuropameister. Zwei Karriereträume habe er mit WM-Bronze in der Halle im vergangenen März und dem EM-Titel nun bereits erreicht, berichtete Pribeco. Bald will ich den deutschen Rekord, das ist machbar. Einmal versuchte er sich in Berlin bereits an 2,38 Metern einen Zentimeter mehr, als Carlo Trienhardt vor 34 Jahren schaffte. Ich hatte aber bei jedem Sprung 200% gegeben, da war dann die Luft raus, sagte Pribeco. Punkt. Noch bleibt den neuen deutschen Sprungwundern aber noch reichlich Zeit für ihre weiteren Ziele.